Weite Felder, Kirchtürme und kleine Häuser mit Strohdach. Das ist die Bretagne im südlichen Finistère. Schön und rau, katholisch und keltisch. Als der Pariser Maler Paul Serizier Ende der 1880er Jahre die Region für sich entdeckt, hat er gefunden, wonach er suchte. In einem Frankreich, das mitten im Wandel steckt, wirkt die Bretagne wie ein Fels in der Brandung. Angezogen von der malerischen Landschaft und dem einfachen Leben der Bretonen, verändert Paul Serizier seine Malerei auf drastische Weise. Er begibt sich auf eine spirituelle und kreative Suche, die zur Gründung der Nabi führt und der abstrakten Kunst die Türen öffnet. Concarneau ist eine Stadt aus dem Mittelalter. Sie liegt an der Baie de la Forêt und gehört zur historischen Landschaft Cornouailles. Sie weckt die Neugier der Maler, die seit dem Bau der Eisenbahnanbindung 1883 hierher kommen. Sie fanden ein kleines, sehr lebhaftes Dorf vor, voller Menschen mit Fischern, Märkten und Prozessionen und Bretonen in Alltagstrachten, die damals keine Folklore waren. Genau diese Wirklichkeit hat sie angezogen. Dort an der Kaimauer malten sie dicht gedrängt. Der Künstler Frommes, der das ganze Jahr in Concarneau verbrachte, fand, sie seien schlimmer als sprießende Pilze. Im Sommer war für ihn die Anwesenheit der vielen Künstler im Ort schlimmer als sprießende Pilze. Paul Serizier ist 22 Jahre alt und studiert an einer berühmten Pariser Kunstschule. Auf der Suche nach Exotik befindet er sich in Concarneau in bester Gesellschaft. Damals werden in den obersten Etagen der Häuser mit Blick auf den Hafen Ateliers eingerichtet. Die meisten Maler jedoch zieht es mit ihren kleinen Farbkästen hinaus in die Natur. Serizier kam 1886 nach Concarneau. Er machte Spaziergänge und skizzierte und zeichnete. Auf manchen Fotos trägt Serizier bretonische Kleidung. Das Keltische fesselte ihn. Das ging sicherlich über die Malerei hinaus. Wenn er malte, nahm er seinen kleinen Kasten und eine Palette mit. Zurück in Paris wurden daraus große Bilder. Sie alle hatten ihr Malzeug für draußen dabei. Die gegenständliche Malerei im klassischen Stil entfaltet sich in der Bretagne. Der Aufenthalt ist für Serizier eine Offenbarung. Jeden Sommer taucht er in diese zeitlose Landschaft ein. Mit 24 Jahren verlässt er Concarneau und schließt sich einer angesagten Künstlerkolonie in Pont-Aven an. In der Stadt der Mühlen kommt es zu einer entscheidenden Begegnung. Die Atmosphäre in Concarneau war ganz anders als hier. Hier sind wir nicht am Meer, sondern es ist eher ländlich, kleiner und am Hang gelegen. Eher gemütlich. Serizier kam Anfang des Sommers 1888 hierher und bezog ein Zimmer in der Pension Gloanec. Dort traf er auf einen Mann, der etwas älter war als er selbst. Sein Name war Paul Gauguin. Der Zufall wollte es, dass die beiden ein angeregtes Gespräch führten. Die neuen Ideen, die Gauguin mit ihm teilte, wühlten Serizier auf. Seine radikalen Konzepte weckten seine Neugier. Und so sagte Gauguin: Nun gut, dann bringe ich Ihnen etwas bei. Wir können uns morgen im Bois d'Amour treffen und reden. Hinter Bois d'Amour verbirgt sich ein grüner Rückzugsort am Stadtrand, in dem sich vorwiegend Verliebte heimlich treffen. Gauguin hat sich vom Impressionismus abgewendet und versucht nun nicht mehr, die Wirklichkeit direkt und ohne Skizze abzubilden. Anhand von Farben drückt er seine Gefühle aus, ohne Perspektive und ohne Details. Es ist der Beginn des Synthetismus.
Gauguin kam mit Cerisier hierher und sagte, welche Farbe sehen Sie? Zum Beispiel dieser Baum. Er sagte, ich sehe blau. Er mochte Gauguins Ideen. Man musste den ersten Eindruck einer Farbe wählen, eine schöne, starke Farbe, die ins Auge sprang. Für ihn war das Blau, das Reflektieren des Flusses. Deshalb sagte er Blau und Gauguin stimmte zu. Wie sehen Sie die toten Blätter? Und Cerisier sagte Rot. Dann nehmen Sie Zinnober oder das kräftigste Rot auf Ihrer Palette. Was er von Gauguin lernt, ist für Cerisier eine künstlerische Offenbarung. Er stellt sich daraufhin grundlegend in Frage. Eine Erschütterung, die er in seinem berühmten Bild Talisman festhält. Er sinniert. Soll man die Natur abmalen oder einfach betrachten und sich erinnern? Zu viel Freiheit macht mir, einem armen Kopisten, Angst. Und doch finde ich so vieles in meinem Kopf, dass die Spektakel jener Momente hervorrufen, in denen die Natur mir klein und banal erscheint. Der Anfang war gemacht, als es dem Künstler gelang, die Natur loszulassen und eine aus schönen Farben und Emotionen bestehende Komposition zu kreieren, die von ihm und über ihn erzählte. Er war frei genug, dies zu tun. Die zeitgenössische Kunst fußte auf Ideen wie der Einfachheit oder dem freien Austausch von Farben. Zum ersten Mal vereinfacht Paul Cerisier Formen und überdenkt Farben. Um ihn entsteht die Gruppe der Nabi, was auf Hebräisch Propheten bedeutet. Es sind Maler wie Maurice Denis oder Pierre Bonnard auf der Suche nach dem Reinen und Mystischen. Im darauffolgenden Sommer trifft Cerisier Gauguin zu weiteren Lektionen in dem kleinen Seebad Le Poule d'Ue, einige Kilometer von Pont-Aven entfernt. Er berichtet, ich wechsle den Ort, gehe näher ans Meer. Es ist so weit, ich liebe es so. Das Meer lässt mich Großes fühlen. Bisher habe ich in kleinen Gärten voller Blumen gearbeitet. Ich sehne mich nach der öden und einfachen Einsamkeit der Küsten. Ich träume von so großen Dingen, dass ich Angst bekomme. Die beiden Freunde wohnen zusammen mit dem niederländischen Maler Meyer de Haan in der Buvette de la Plage. Den Speiseraum dieser Herberge haben die drei Männer gänzlich bemalt und dekoriert. Cerisier schreibt, ich lebe mit Gauguin und de Haan im Speiseraum einer Herberge, die wir dekoriert und verziert haben. Ich arbeite ein wenig und lerne viel. Vor allem mein Zeichnen verändert sich. Die Töne sind stärker unterteilt aufgetragen. Das beruhigt die Farben und bereichert. Sie verbrachten den ganzen Tag mit ihren Skizzenbüchern draußen. Sie liefen sogar bis zu Laïta, zum Strand von Bellangenais. Dort trafen sie auf die Einwohner und zeichneten sie. Sie wollten ja die traditionelle Bretagne mit ihren Einwohnern und ihrem Alltag darstellen. Die Frauen und die Schönheit ihrer Trachten prägten sie. Auch die Prozessionen, Bräuche und bretonischen Tänze auf den Festen, an denen sie teilnahmen. Sie wollten wohl eine Zivilisation festhalten, die von der Industrialisierung überholt war und verschwinden würde. Inspiriert von der bretonischen Bocage und ihren Steinmäuerchen, umreißt Cerisier die Landschaft mit dickem Strich und würdigt so die bäuerlichen Traditionen. Das bretonische Ringen, Guren, das noch heute praktiziert wird, ist ein Erbe der Kelten und zur damaligen Zeit Nationalsport. Fasziniert verewigt Cerisier es in La Lutte Bretonne. Im 19. Jahrhundert wurde Guren von den Bauern praktiziert. Einige Jahrhunderte zuvor war es jedoch ein eher adliger Sport. Das Bild wird durch den dargestellten Griff in das Hemd recht realistisch. Die umeinander gewickelten Beine sind typisch für Guren. Man greift mit den Händen das Hemd und versucht, dem Gegner ein Bein zu stellen und ihn zu Fall zu bringen. Die Leute reisten, um sich Guren-Turniere anzusehen. Es wurde bei Prozessionen, am Ende von Festen und nach der Ernte praktiziert, als Spiel, aber auch ein wenig zum Kräftemessen. Messen. 1891 verlässt Gauguin die Bretagne und bricht nach Polynesien auf.
Ohne seinen Lehrer befreit sich Serrusier weiter. Während die Fotografie an Popularität gewinnt, wird die Abbildung der Wirklichkeit für Serrusier nachrangig. Er wendet sich philosophischeren und spirituelleren Quellen zu. Serrusier hält fest: Für die Zukunft träume ich von einer reinen Bruderschaft einzig aus überzeugten Künstlern, die das Schöne und Gute lieben und in deren Werken und Verhalten sich die undefinierbare Eigenschaft zeigt, die ich mit Nabi übersetze. Fasziniert von alten Religionen und keltischen Mythen, zieht er sich tief in den Wald von Huelguat zurück, dorthin, wo König Artus und der Zauberer Merlin gewesen sein sollen. Hier entdeckte Paul Serrusier seine Bewunderung für die Einfachheit der Natur. Damit meine ich die runden Felsen und die sehr vereinfachten hohen Bäume, aus denen dann eine Komposition aus Kreisen und Linien wurde. Alles wurde simplifiziert. So konnte er in einigen Werken nahezu abstrakte Kunst darstellen. Bäume mit einem fast musikalischen Rhythmus. Er war vollkommen fasziniert, denn jetzt sah er endlich etwas Tieferes. An diesem Ort überkam ihn die Muse, die Spiritualität weiterzuverfolgen. Serrusier schreibt: Die Bretagne zieht mich immer stärker an, mein echtes Vaterland. Im Geiste bin ich hier geboren. Wenn ich an Huelguat denke, glaube ich, nichts anderes getan zu haben, als diese unerforschten und unberührten Wunder zu erahnen. Er begann, seine Palette zu vereinfachen. Zuvor ähnelte sie vor allem der von Gauguin. Hier entdeckte er selbst die Grün- und Rottöne und die beiden Kontraste Rot und Schwarz. Mehr gab es nicht. Seine Malerei wird immer schlichter. 1905 lässt er sich in der kleinen, abgeschiedenen Stadt Châteauneuf-du-Fou nieder. Sie liegt am Fuße des Mont d'Arrée, dem höchsten Berg der Bretagne. In der örtlichen Pfarrkirche findet seine spirituelle und künstlerische Suche den Weg in das Innerste. Mittlerweile 50 Jahre alt, will Paul Serrusier die göttliche Perfektion in seiner Kunst zum Ausdruck bringen. Serrusier bat nicht um Bezahlung. Er sah es als Spende an. Hier waren alle katholisch. Die einfachen Leute faszinierten ihn. Er suchte nach einem Weg der Kommunikation. Er sprach ja kein Bretonisch, alle anderen ausschließlich Bretonisch. Er wollte den Leuten sagen, dass er zum Glauben zurückgekehrt war und wieder gut zu machen versuchte, was für sie bei seiner Ankunft vielleicht ein Übel war. Der Maler aus Paris, der Sprache nicht mächtig. Ausgerechnet so einer ließ sich hier nieder. Von allen missverstanden. Das war der Versuch, eine Bindung zu den Einwohnern von Châteauneuf aufzubauen. In seiner Wahlheimat versucht Paul Serrusier bis zum Schluss die Grenzen der Malerei zu verschieben und ebnet so der modernen Kunst den Weg.